Moin Leute, was geht? Heute spielen wir Resident Evil 2 Remake. Ist das Remake von Resident Evil 2? Ich habe das schon gespielt, aber für euch spielen wir es nochmal. Bonis habe ich alles. Aber da habe ich nicht alle Herausforderungen, aber Zep-Grafik müsste ich halt spüren. Ich wüsste alle, aber ist auch egal jetzt. Ich werde die Kampagne spielen. Wir werden sie in einem Spiel. Wir werden mit wir fangen mit Leon S. Kennedy an. Assistiert, weil weil ich habe seit langem nicht mehr gespielt. Ich habe alle Waffen in der Truhe, alles. Also ich werde mir aber vielleicht nur eine Sache raus und es wäre nur eine Knarre. Nein, mal im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Entschuldigung, Leute, ich muss dann... Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab dir... Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Okay, aber die wird gerade überfahren, aber sie schaut, als wäre sie nicht überfahren. Okay. Niemand da? Komisch. Ja? Okay, Leute. Dieser Skin? Das ist nicht der Anfangsskin, ich habe meinen Skin ausgerüstet. Das seht ihr gleich, guckt. Ich habe den mir gekauft. Alex Sheriff. Das ist der normale Leon am Anfang. So sah Leon 1998 aus. Ich nehme den normalen. Ich zeige euch, wie Claire früher ausgeschaut hat. So hat früher Claire ausgeschaut.
Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Lecker Donut. Okay, hier ist ein Saufparty. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Das will ja wohl lange. Bleiben Sie da. Ja, ja. Ich komme zurück. Wieso verschließt er mich dieses? Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, hör nicht näher! Was zum Teufel? Stopp! Ich schieße! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was soll geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Okay. Das stand auch bei der Tankstelle Coon City. Naja, da kommt präsentiert. Das ist so wie beim Call of Duty. Okay, let's go. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber...
Was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Steig aus jetzt! Ich kann nicht! Nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe meine Station! Ich komm hin! Das reinste Chaos! Scheiße! Sind alle so. Alle verwandelt. Da ist sie. Die Polizeistation. Irgendjemand hier? Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Ostkorridor. Sollte den Typ suchen. Okay, suchen wir den dann wieder. Das ist ein neuer Patch. Das ist nur, wenn er runterkriegt, das werde ich überspringen. Das ist nur, wenn er runterkriegt, Entschuldigung. Du schaffst das.
Hol sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir Hilfe. Die Hand! Hilfe! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Ich halte ihn! Du Scheiße! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, nur das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Okay. Erstmal das Rätsel machen. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. So habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt.
Alter Schwede. Der passiert ja nicht. Bruder! Wer hat euch das angetan? Ja, das ist ja... Festmahl, Alter, für die. Okay Leute, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.